Ja, wir haben das Thema Coach-Entwicklung auf der Agenda stehen und ich glaube, Thilo hat gerade schöne, passende Worte gefunden. Der Coach steht in den Kata-Programmen natürlich relativ schnell im Mittelpunkt von dem, was wir machen. Und das Thema ist ausprobieren, lernen, aus den eigenen Fehlern einfach wachsen. Ich denke, das wissen wir alle. Und wir beschäftigen uns seit längerer Zeit damit, wie kann man jetzt gute Coaches entwickeln. Und auf diesem Weg verfolgen wir das gleiche Ziel und sind dabei, gerade auch eine Online-Lernplattform aufzubauen, wo man als Coach genau solche Übungen halt trainieren kann. So. Und einen kleinen Auszug, weil wir noch nicht so weit sind, möchten wir heute mit Ihnen zusammen machen und quasi in eine reale Situation eines Coaches kommen. Und vorab, bevor wir einsteigen, Konstantin hat mich gebeten, Gas zu geben, 20 Minuten einzuhalten. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Wir drücken auf die Tube. Zusammen mit Maximilian Minor probieren wir das Ganze. Wir haben uns vor längerem 2014 kennengelernt und er ist bei Eaton zuständig für die Coach-Entwicklung und das Programm vorantreiben. Und ja, berichtet uns zum Einstieg jetzt gleich erstmal, worum geht es denn bei Ihnen und in welcher Welt lebt denn ein Coach bei Eaton? Genau. Danke, Marco. Ja, Maximilian Minor, Leiter vom Industrial Engineering und Projektmanagement Office bei Eaton. Eaton ist ein weltweit agierendes Aktienunternehmen, hat in etwa so 100.000 Mitarbeiter, 22 Milliarden US-Dollar Umsatz. Wir selbst sind in der Elektrobranche tätig, machen dort hochautomatisierte Fertigung von hohen Stückzahlen, beispielsweise von Befehls- und Meldegeräten, die man so an Maschinen kennt, aber auch auf der anderen Seite Leistungsschalter, die eine geringe Stückzahl haben, aber eine extrem hohe Variantenvielfalt. Wir sind 2014 eingestiegen in die Kata. Bis dahin war es bei uns so, Lean war sehr stark ausgeprägt bei uns. Und wir hatten viele Lean-Tools implementiert und es war auch so, dass wir erste Erfolge damit hatten. Aber im Prinzip waren das alles so Low-Hanging Fruits, sage ich mal, die wir da geerntet haben. Irgendwann haben wir gemerkt, die Ziele werden immer ambitionierter. Wir müssen irgendwie was ändern. Wir müssen, um die nächsten Ziele zu erreichen, uns auch in der Verbesserung weiterentwickeln. Und dann sind wir 2014 mit dem ersten Workshop gestartet und haben dann top-down das Ganze implementiert, haben dann aber irgendwann festgestellt, was ist eigentlich der Schlüssel dafür, dass ich wirklich gute Verbesserungen habe. Und wirklich der Schlüssel dafür sind die guten Coaches. Die Coaches werden bei uns in einem Einjahresprogramm ausgebildet. Es wird dann vierwöchentlich Trainings und zwischen diesen Trainings sind die dann am realen Prozess mit den Prozessverbesserern und versuchen dort auch ihre eigenen Ziele dann zu erreichen. Viel über den Coach gehört. Das, was ich heute an dem Tag total spannend finde, ist, dass wir Verbindungen zu den einzelnen, ja, ich sag mal, Disziplinen haben. Den Vortrag gerade eben aus der Schule fand ich so spannend mit dem, wie sich das Bild des Lehrers verändert. Ich habe sehr viele Parallelen zu uns als Trainer und Berater kennengelernt und das finde ich total klasse, weil genau die gleichen Anforderungen kommen nämlich auf die Führungskräfte. Wir sind mittendrin. Wir sollen nicht mehr die Lösung vorgeben, sondern eher denjenigen dahin führen, dass er selber gute Lösungen entwickelt. Und wenn man sich mal anschaut, was gehört denn alles dazu? Na, wenn wir von dem Coaching sprechen, ist es natürlich nicht nur diese fünf Fragen zu stellen, da gehört es dazu, vernünftige Ziele reinzugeben in ein Verbesserungsprojekt, die Ziele über die Frageroutine, über das Coaching zu erreichen und den Mitarbeiter zu entwickeln und letzten Endes die Ergebnisse und vor allem auch die Verbesserungsaktivitäten im Arbeitsalltag von den Personen zu verankern. Das ist natürlich eine Mordsaufgabe, wenn man sich vorstellt, aus welcher Situation kommen die Führungskräfte in der Regel. Der Supercoach steht dann irgendwie im Mittelpunkt, der alles können muss auf einmal. Und da kommen natürlich ganz viele Probleme auf die Coaches zu, wenn die so ein Verbesserungsprojekt irgendwie begleiten. Wir haben uns heute eins dieser Probleme beispielhaft einfach rausgesucht, mit dem wir, das wir mit Ihnen zusammen bearbeiten möchten. Und ja, genau. Bevor wir da reingehen, möchte ich vielleicht zwei Annahmen treffen. Die erste ist, dass wir Ziele, herausfordernde Ziele, nur dann erreichen können, wenn wir die entsprechenden Fähigkeiten haben. Und die zweite Annahme, dass wir Fähigkeiten, egal was es ist, überwiegend trainieren können. Egal, ob das ein Elfmeterschießen ist oder ob es ein Experiment durchführen ist. Und dann damit verbunden die Frage, was ist denn eigentlich die Aufgabe des Coaches? Genau, und dann steigen wir auch einfach mal in dieses Fallbeispiel jetzt mal ein. Ganz kurz zur Erklärung. Man sieht hier eine Zwei-Komponenten-Spritzgießmaschine. Das ist das Innenleben, da ist das Werkzeug drin und das Handlingssystem. Die Aufgabe bestand darin, dass man gesagt haben, okay, wir müssen die Zykluszeit reduzieren. Wir waren bei 40 Sekunden, unser Ziel war es, auf 36 Sekunden zu kommen. Wir hatten dafür gesagt, 12 Wochen sollten wir brauchen, in etwa. Sowohl der Prozessverbesserer, aber auch der Coach, die waren wirkliche Beginner damals gewesen.
Und zu dem Fall, wo wir jetzt einsteigen, sind in etwa 5 Wochen vergangen. Was haben wir in der Zeit gemacht? Wir haben erstmal 2 Wochen gebraucht, um die Richtung wirklich zu verstehen. Was muss ich überhaupt wissen? Wie baue ich die Tafel auf und so weiter? Und waren dann 3 Wochen in den PDCAs schon drin. Was ist für ein Problem dabei entstanden? Naja, wir haben zwar jetzt schon 5 Wochen irgendwie da verbracht, aber wir kamen irgendwie nicht vorwärts. Also der Ergebnisverlauf war nach wie vor stagnierend. Wir haben immer noch 40 Sekunden Zykluszeit gehabt. Was habe ich als Coach jetzt erstmal für eine Möglichkeit, das zu erkennen oder wie soll ich darauf reagieren? Wir sehen natürlich relativ einfach, trivial, okay, ich habe keine Wirkung aufs Ergebnis. Als nächstes sollte ich mal schauen, habe ich denn ausreichend Zeit investiert? Wir sehen hier in dem Graphen an der Tafel, okay, wir haben einige Zeit investiert. Was erkennen wir aber auch, und das gerade in den PDCAs drin, ja, wenn man sich die anschaut, die sind schwarz und rot, das ist alles Prozessbeobachtung und Dokumentation. Also wir haben ganz oft versucht, irgendwie herauszufinden, wo ist denn jetzt das Pudels Kern, und wie der Herr Dürrwald schon gesagt hat, es ist entscheidend und auch gar nicht so eine geringe Hürde, endlich mal in die Umsetzung reinzukommen. Sprich, was mache ich als Coach? Ich muss nun wirklich mal schauen, weg von der Analyse, mal im Gespräch auch nochmal mit dem Verbesserer darauf hinweisen, okay, wir müssen den Fokus jetzt wegnehmen, von der Analyse hin in die Umsetzung reinkommen. Und eben auch im Coaching-Gespräch dann wirklich darauf achten, dass der nächste Schritt tatsächlich mal ein Experiment ist. Wenn man sich jetzt diesen Spritzgießprozess nochmal genauer anschaut, was sind dort entscheidende Dinge? Hier ist eine Prinzipskizze, das ist diese Spritzgießmaschine, hier drin ist das Werkzeug, da wird das Teil dann gefertigt, dann gibt es eine Handlingseinheit, die fährt auf die andere Seite und legt das Teil auf dem Förderband ab. Das Ganze haben wir auch nochmal in einem Video, dass man es vielleicht nochmal ein bisschen anschauen kann. So. Dürfte jetzt so ein bisschen, denke ich, von der Technik her bewusst sein, um was geht es jetzt eigentlich. Und dann kommen wir auch jetzt zu dem. Bis jetzt relativ einfach. Jetzt steigt der Coach ein und er weiß, wir arbeiten regelmäßig dran. Wir steigen jetzt auch ein, physische Veränderungen am Prozess zu machen. Damit diese Veränderungen natürlich eine Wirkung haben, müssen wir die entsprechenden Hindernisse beseitigen. Da kommen Sie jetzt ins Spiel, weil Sie dürfen jetzt als Coach ran. Sie haben in Ihrer Tasche oder auf den Tischen müssten irgendwo einen Block legen mit den entsprechenden Aufgaben. Steigen wir in die Beobachtung ein. Geht auch so. Also, in den Tischgruppen wollen wir das jetzt bearbeiten. Sie sehen jetzt gleich hier einen sogenannten Hindernisse-Speicher, wo der Verbesserer im Rahmen des Coachings die Hindernisse, auf die Frage, welche Hindernisse halten nicht davon ab, den Zielzustand zu erreichen, aufgeführt hat. Und Ihre Aufgabe ist es jetzt, diese Hindernisse in der Gruppe anzuschauen. Wir lassen das Blatt dann einfach da, dann können wir daran arbeiten. Und innerhalb von 2 Minuten mal zu schauen, was fällt Ihnen denn bei diesen Hindernissen auf? Tipp dabei: Ein Hindernis sollte immer beobachtbar, im besten Fall messbar sein und sollte eine direkte Auswirkung auf das Ziel bzw. die Prozesskennzahl oder Indikator haben. Und ich lasse die Zeit jetzt im Hintergrund mal laufen, in der Tischgruppe einfach mal schauen, was fällt Ihnen auf bei dem, was Sie hier sehen und was würden Sie als Coach machen? Und dann machen wir eine kurze Vorstellungsrunde. Los geht's. So, zum Endspurt kommen. So, Zeit abgelaufen. Versetzen wir uns an der Stelle bitte in die Situation, wir sind in diesem Coaching-Gespräch, was ja nur 1/4 Stunde laufen soll. Ich stelle die Frage nach, welche Hindernisse halten nicht ab. Und Thilo hat was Tolles gesagt eben. Ein guter Coach ist an der Stelle in der Lage, quasi aus diesem Gespräch rauszugehen und einfach mal zu schauen, was passiert denn da gerade. Welche Antworten gibt er mir, die überhaupt bewerten zu können, zu schauen, passt das? Ich weiß nicht, wer jetzt, wie viel Cutter-Erfahrung oder Coaching-Erfahrung Sie haben, dass da irgendwelche Lösungen als Hindernisse stehen, die noch nicht umgesetzt sind und so weiter, ist eigentlich gang und gäbe bei unerfahrenen Personen. Ja, das hat enorme Auswirkungen. Wenn ich das jetzt als Coach nicht verstehe oder nicht erkenne und nicht entsprechend korrigiere, dann läuft das und ich habe irgendwann keinen Erfolg in dem Projekt. Lösen wir das ganz kurz auf. Ne? Natürlich schon viele Punkte richtig super erkannt. Das heißt, das erste ist eigentlich eine Auffälligkeit. Das hat überhaupt keine Wirkung oder Auswirkung auf unser Ziel. Das zweite ist letzten Endes die Lösung, die wir haben. Dann haben wir ein paar Einflüsse vielleicht noch da drin. Nur die letzten beiden haben wirklich eine Auswirkung auf das Ziel bzw. auf die Zykluszeit. Wenn da jetzt noch ein Wert dazukommen würde an der Stelle, dann ne, perfekt, toll aufgelöst.
Und was kann der Coach an der Stelle machen? Es gibt eine Übung, es gibt Übungsblätter, mit denen man an der Stelle arbeiten kann. Wie beschreibt man Hindernisse richtig? Und dann natürlich zu unterscheiden, was ist ein Hindernis, was ist eine Auffälligkeit? Das Zweite, im Coaching gezielt darauf achten, was sind jetzt Auffälligkeiten und Hindernisse? Und dann natürlich, die Frage war perfekt, ne? Was kannst du denn vor Ort beobachten? Wenn wir jetzt vor Ort an die Anlage gehen, wenn er das letzten Endes gar nicht formulieren kann, selber mit ihm mal hingehen und schauen, was sehen wir denn jetzt zusammen an der Stelle. Ganz wichtiger Punkt. Das ist immer ein Schlüssel in den Coaching-Gesprächen, wie wir mit diesen Hindernissen umgehen. Wenn wir jetzt anfangen mit der Kata, ist es natürlich dem ersten Schritt wichtig, dass der überhaupt mal was erkennt. Deswegen nicht direkt alles richtig machen lassen. Es geht darum, die Leute eigenständig zum Arbeiten zu bringen oder zum Erkennen von Problemen. Aber wenn sie das können, einfach Schritt für Schritt, Coaching für Coaching nutzen, um das ein Stückchen besser zu machen. Genau, jetzt haben wir uns darauf geeinigt in dem Coaching-Gespräch, dass wir gesagt haben, okay, wir schauen uns mal die Handlingseinheit an. Die scheint momentan so unser Haupthindernis zu sein. Der Verfahrweg, die Dauer ist relativ lange. Kommen wir jetzt zum nächsten Schritt, das ist ja die Frage nach den Einflüssen. Wenn wir uns jetzt das nächste Coaching-Video ansehen, achten wir bitte mal ein wenig auf die Einflüsse, was der Kamerad uns da sagt. Welche Hindernisse halten dich davon ab, den Zielzustand zu erreichen? Meine aktuellen Hindernisse sind, dass das Werkzeug momentan 3 Auswürferhübe macht, bis es das Teil entnimmt. Dann das Thema Handling benötigt lange, bis es endgültige Position erreicht. Das ist das X-Achse oben. Und noch das Thema Teil sitzt sich parallel in der Handlinghand. Und welches von diesen Hindernissen ist dein Haupthindernis? Ich denke, das Handling benötigt aktuell zu lange, bis die endgültige Position erreicht. Das ist auch mein Haupthindernis. Das ist ein Haupthindernis. Okay, welche Einflüsse auf dieses eine Haupthindernis kennst du? Der Einfluss ist eigentlich einfach. Die Geschwindigkeit der X-Achse ist einfach zu langsam. Die müssen wir erhöhen. Gibt es weitere Einflüsse auf dieses Haupthindernis? Nein, je schneller wir sind mit der X-Achse, desto schneller ist auch die endgültige Position erreicht. Und was ist deshalb dein nächster Schritt? Ich denke, als nächsten Schritt sollten wir einfach dann die Geschwindigkeit dieses Handlings erhöhen. Und was ist das daraus erwartete Ergebnis? Ich denke, dass wir in etwa eine Zeitersparnis von einer Sekunde erreichen werden. Okay. Ganz kurz, an der Stelle bitte nicht verwirren lassen. Wir arbeiten an der Stelle mit Hindernis, unterscheiden zwischen Hindernis und Einfluss. Das heißt, wenn wir ein Haupthindernis haben, überlegen wir, welche Einflüsse auf das Hindernis gibt es und priorisieren eins. Das weicht ein bisschen von Mikes Starter-Cutter ab und gehen dann hin zu dem nächsten Schritt. Ja. Genau, hier war jetzt die Frage, was fällt jetzt in Bezug auf diese Einflüsse auf? Sie haben jetzt Unterlagen auch auf dem Tisch. Da ist auch nochmal so ein Verfahrweg, so eine Grafik müsste da drauf sein. Da ist das nochmal so ein bisschen dargestellt, wie so ein Wegzeitdiagramm ist das, wie das die Handlingseinheit die Endlage erreicht. Und was fällt jetzt nun in Bezug auf die Einflüsse auf? 2 Minuten bitte mal kurz brainstormen und sagen, was da der Fall ist. 1 Minute noch. 10 Sekunden noch. Okay, lösen wir auf. Genau, wer hat etwas beizutragen? Was ist aufgefallen bei den Einflüssen oder dem Einfluss? Den muss. Oder dass eigentlich die längste Zeit dieses Handlingsschrittes mit Regelung oder Nachregelung auf die Zielposition stattfindet. Sehr gut, das Wegzeitdiagramm gedeutet, ja, genau. Passt in Bezug auf, was hat der Verbesserer gesagt oder... Kann man dazu vielleicht erkennen? Was würdet ihr als Coach machen? Was ist so der Schritt als Coach, den ihr machen würdet, um etwas daran, an den Einflüssen zu ändern? Okay, nicht so weit gekommen. Kein Thema. Okay. Noch eine zweite Gruppe? Was ist bei euch aufgefallen? Vielleicht mal in Bezug nehmend auf die Anzahl der Einflüsse. Wie viel hat er denn gesammelt? Oder? Fragezeichen. Okay, gehen wir einfach da ein bisschen in die Auflösung mal rein. Also im Endeffekt, er hat ja nur einen einzigen Einfluss genannt. Und es ist schon dann ein relativ gutes Indiz dafür, dass er auch eigentlich schon eine Lösung so im Kopf hat, von Anfang an, was er eigentlich machen möchte. Und den Einfluss, den er nennt, naja, er sagt, die Geschwindigkeit der X-Achse ist zu langsam. Wer kann sich jetzt vorstellen, was passiert, wenn man die jetzt noch höher dreht mit dem nächsten Schritt? Ja, ich habe es gerade schon gesehen.
Genau, also der überfährt die Endlage komplett und es dauert noch viel länger, bis es tatsächlich in der Endlage angekommen ist. Es war also auch so ein Aha-Effekt und das ist auch tatsächlich so passiert. Wir haben es einfach schneller gestellt, die Achse, und es hat noch länger gedauert. Und das passiert einem relativ oft, wenn man eben es nicht schafft, sich mal komplett zu lösen von den schon vorgegebenen ersten Ideen, die man hat, und mal wirklich sich den Prozess beobachtet und mal wirklich Einflüsse sammelt in der Gänze, die es eben vielleicht auch noch geben könnte. Und erst dann, wenn man sich da mal komplett löst von und dann auch nach mehreren Einflüssen sucht, und dann erst kommt man auch in die sogenannte Lernzone erst rein. Weil vorher macht man ja eigentlich das, was man sowieso gedacht hat, was richtig ist. Und dann erst überschreite ich ja auch erstmal meinen Horizont und überlege dann wirklich mal, was ist denn des Pudels Kern. Also hier könnte dann beispielsweise ein Thema sein, die Geschwindigkeit, klar haben wir gesagt, dann die Regeldauer, wie schon erwähnt, vielleicht ist es auch eine Signalweitergabe ein Thema, Verweilzeit von einem Handling beim Start oder beim Ende, komme ich aber erst drauf, wenn ich wirklich mal mir den Prozess nochmal genau durch den Kopf gehen lasse. Und dann war eben der nächste Schritt tatsächlich, wir haben das Handling langsamer gemacht und dadurch sind wir aber schneller in der Endlage gewesen und die Zykluszeit wurde reduziert. Also wirklich ein tolles Aha-Erlebnis in dem Moment gewesen. Wie ist das ganze Thema ausgegangen? 36 Sekunden war unser Ziel. Wir haben ja auch ein bisschen überregelt. Wir haben es geschafft, auf 26 Sekunden runterzukommen. Man sieht hier am Anfang, dass der Ergebnisverlauf hier wirklich lange stagniert ist. Aber irgendwann kamen wir in die Umsetzung rein und wirklich mit 26 Sekunden von 40 Sekunden kommend. Das hat kein Mensch gedacht, dass das funktioniert, erst recht nicht die Werker vor Ort. Und was war die Lessons learned? Also was haben wir gelernt? Was ist ganz wichtig gewesen? Disziplin, regelmäßiges Coachen, auch in schweren Zeiten täglich dran zu bleiben, ist wirklich so ein Thema, ist anstrengend, aber ist einfach die Grundlage. Insbesondere, wenn ich Lösungen im Kopf habe, trotzdem nach mehreren Einflüssen und Hindernissen zu suchen, wirklich dann in die Lernzone mal reinzugehen und mal wirklich out of the box mal zu denken, mal wirklich, was ist alles relevant für das Thema. Ständiges Hinterfragen, neue Ideen. Und aber auch dieses systematische Sammeln von beobachtbaren Hindernissen und auch neutralen Einflüssen. Ist nicht ganz einfach, weil man, wie gesagt, immer schon diese Lösung im Kopf hat, aber das waren so die wichtigsten Erkenntnisse, die wir aus dem Projekt auch gesammelt haben. Ja, der Mike hat heute Morgen diese zwei Seiten schon aufgezeigt. Witzig, also letzten Endes der Coach, die sportlichen Ziele, die wir haben, die Frageroutine, das ist dafür da, damit wir diese Ziele erreichen. Wir müssen diese Rüstzeiten reduzieren, Zykluszeiten runterbekommen, ansonsten, das ist der Zweck, warum wir die Kata letzten Endes machen. Aber das, was wir sehen, ist natürlich, deswegen fand ich das Thema bei den Lehrern so toll, dieses Strahlen in den Augen bei den Leuten oder bei den Kindern halt reinzubringen oder bei den Lehrern, das ist was ganz, ganz Einzigartiges, was hinter der Kata da steckt. Und die zweite Seite, die damit verbunden ist, die persönliche Weiterentwicklung und dafür die Frageroutine zu nutzen, um letzten Endes einen Soll-Ist-Abgleich zu machen. Die Frage ist, welche Hindernisse halten dich davon ab? Welche Art von Hindernissen kommen? Dadurch kann ich eine Bewertung machen und schauen, okay, passt das? Ist das lösungsfrei? Kann ich das beobachten etc.? Wenn nein, kann ich an der Stelle ein Lernfeld entwickeln. Das Gleiche bei den Einflüssen. Wenn ich jetzt ein Haupthindernis ausgewählt habe, zu sehen, welche Einflüsse nennt er mir denn? Nennt er mehrere? Nennt er einen? Ist das schon eine Lösung, die dahinter steckt oder nicht? Das ist ein Abgleich, eine Möglichkeit, ein Soll-Ist-Abgleich mit den Fähigkeiten vom Verbesserer zu machen. Und das ist das Spannende, was dahinter steckt, wie man letzten Endes Erfolge erzielen, Mitarbeiterentwicklung miteinander verbinden kann und jedes Coaching-Gespräch dafür nutzen kann, um den Verbesserer, den Lerner einen Schritt weiterzuentwickeln. Und das ist das Spannende, was hinter den 5 Fragen steckt. Insofern vielen Dank dafür. Das war ein kleiner Exkurs in die große Welt des Coachings und dessen, was hinter der Frageroutine steckt. Danke.